scharf degradiert werden können. Ich sehe, du hast die Meldung auch von der GEZ, Ja, das ja? ist eine der wichtigsten Meldungen. Die würde ich gerne etwas ausführlicher besprechen, weil es so viele betrifft auch. Also das ist jetzt hier die Ausgabe von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die Überschrift dort lautet: Ein Gutachten wie ein Donnerhall. GEZ-Sender haben ausgedehnt. In dem soeben vorgelegten Gutachten mit dem trockenen Titel Öffentlich-rechtliche Medien, Aufgabe und Finanzierung liefern 32 Ökonome des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen ein schlüssiges Modell zu einer sehr grundlegenden Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Jetzt wird es sehr spannend. Zunächst kritisieren die Professoren die bisherige höchstgerichtliche Rechtsprechung, die faktisch unisono das umstrittene Konzept des Rundfunkbeitrags als einer zulässigen Zwangsgebühr unterstützt hat. Ist auch so nicht richtig. Ist so nicht richtig, aber egal. Die Logik der Argumentation in dem Gutachten ist glasklar. Die Gerichte haben sich nicht mit der Realität beschäftigt, sondern sind stets nur ihren eigenen Argumenten gefolgt. Die Deutlichkeit dieser Aussage zeigt in erfrischender Weise, dass der Gesetzgeber, wenn er nur wollte, nicht auf juristische Hilfskonstruktion angewiesen wäre, sondern selbst die Maßstäbe festlegen könnte. Also hier wird jetzt gesagt, das, was bisher gemacht worden ist, ist so nicht in Ordnung und es soll also jetzt ein neues Modell geben. Und hier heißt es dann weiter: Aus ökonomischer Sicht sind die jetzigen Pflichtbeiträge eine Steuer, die einer Zweckbindung unterliegt. Anstelle dieser Mischform sollte sich der Gesetzgeber entweder für eine klare Finanzierung aus dem allgemeinen Haushalt oder für eine moderne Nutzungsgebühr entscheiden. Entweder man betrachtet den öffentlichen Rundfunk als ein Gut, das allen Bürgern gleichmaßen zur Verfügung gestellt werden sollte, dann ist eine Finanzierung über Steuern sachgerecht, dass sich dann im Gegensatz zu den jetzigen Pflichtbeiträgen eine Belastung nach der Leistungsfähigkeit gewährleisten lässt. Oder man trägt den veränderten technologischen Rahmenbedingungen Rechnung, die die Bereitstellung einer breiten Palette von Programmen als Clubgüter ermöglichen und finanziert diese Programme durch nutzungsabhängige Gebühren. Club Güter. Hier merken wir wieder, der Verein taucht da wieder auf, die Strukturen eines Vereins. Und bei der Gelegenheit, du weißt, ich habe ja ein solches Zusammensein gehabt zum Thema Verein. Ein Verein hat eben die Möglichkeit, solche Strukturen zu schaffen. Und die EU, ich habe mich wiederhole mich, ist eben nichts anderes als ein Verein, dessen Satzung für die Mitgliedstaaten gilt. Und ich habe jetzt im Ende Januar, am 30., 31. und 1. Februar nochmal eine Wiederholung dieses Seminars, weil so viel Interesse daran ist, weil wir erkennen können, es gibt Strukturen, die können wir nutzen. Aber sie sind eben in dieser Form, wie man sie uns in der GEZ jetzt vermittelt hat, nicht rechtens. Und der Gegenwind der Bevölkerung war so groß, und das ist meine Interpretation, dass man Angst und Sorge hat, dass an dieser Stelle etwas Größeres in Gefahr gerät. Man muss es abschneiden, was man hier mit der GEZ sonst am Bein hat. Wenn das der Einzelne im GEZ-Zusammenhang bereits erkennt, wie wenig rechtliche Basis überhaupt vorhanden ist, dann kann er möglicherweise auch an andere Stellen gucken. Sich beispielsweise die Abgabenordnung der Finanzämter betrachten, insbesondere den Artikel 415, kann sich andere Themen vornehmen und kann merken, im Grunde genommen ist alles nur noch heiße Luft. Deswegen gibt man aus meinem Verständnis heraus lieber dieses GEZ-System auf, ehe es einen mit hinunterreißt. Ein ganz großes Lob für alle diejenigen, die sich verweigert haben. Es ist eine wunderbare Abstimmung mit den Füßen. Freilich wird uns das hier nicht präsentiert, sondern im Gegenteil. In dieser Meldung wird gesagt, das ist natürlich rechtens. Was Denn natürlich das nicht darf nicht rechtens ist. aufgegeben Ja, werden. ja. Würde hier gesagt werden, es war nicht rechtens, wäre der Würde es ja Schaden an dieser Rückforderungen Stelle geben, ja. größer werden. Also beruft man sich darauf, das ist alles rechtens, alles in Ordnung, aber wir sind modern und wir machen neue Clubbeiträge. Und es war nicht rechtens. Es war Auf nie dem rechtens. Impressum des Beitragsservice steht ganz eindeutig, es ist eine nicht rechtsfähige Gesellschaft. Es ist eine nicht rechtsfähige Gesellschaft, allerdings ist das noch nicht Ausdruck der fehlenden Rechtsfähigkeit, Forderungen zu stellen. Alle Parteien sind im Grunde genommen nicht rechtsfähige Vereine. Das hat etwas mit der Struktur zu tun. Aber vieles von dem, was die GEZ oder der Auftrags- oder Gebührenservice in Anspruch nimmt, wird schlicht formal
schon den Ansprüchen nicht gerecht, die notwendigerweise geleistet werden müssen. Und darüber hinaus ist es so, dass der sogenannte Staatsvertrag nichts anderes ist als ein Entwurf, eine Information, die, und das wird auch deutlich, genau in dieser Form mitgeschickt wird. Der Staatsvertrag ist überschrieben mit dem Hinweis Information. Es ist etwas, das ganz deutlich macht, und das hat man bewusst gemacht, dass man hier eben keine Rechtsbasis basierend auf gültigem Recht braucht, sondern wir machen, was wir wollen. Ja. Und jetzt merkt man aber, ups, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, denn der Einzelne könnte auf diese Art und Weise wachgerüttelt werden und feststellen, dass an anderen Stellen die Rechtsgültigkeit genauso wenig vorhanden ist. So ist es. Ein Lob für die Aktivisten. Da gibt es ganz viele, die sich damit beschäftigen. Und sehr gut. Und zeigt sich, dass bleibt da etwas standhaft die letzten Wochen. Das wird auch noch woanders bröckeln, das System. Ja. Die letzte Meldung schon. Wunderbar. Guck mal. Die lese ich aus der Welt. Als Vegetarier wären wir keine Menschen geworden. Das ist eine kühne Behauptung.